Der Osterplärrer steht bevor. Welche Neuigkeiten es da gibt, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem ist ein neues Werk des Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Und wir gehen der Frage nach, wie sich der Zustand unserer Gesellschaft auch in Vereinen widerspiegelt, zum Beispiel beim Sport. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche einen guten Morgen. Der Plärrer ist in Augsburg eine Institution. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch immer mal wieder Neuigkeiten gibt für das Volksfest. Der Frühjahrsplärrer, der wie gewohnt an Ostern starten wird, erwartet die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel mit einem neuen Zelt, nämlich dem der Festwirtsfamilie Held. Tina Held tritt zudem erstmals als Festwirtin in Aktion. Ähnlich wie beim Herbstplärrer sind die Wege auf dem Festgelände übrigens wieder verbreitert, um den Besucherstrom besser zu lenken. Ein spektakulärer Aussichtsturm wird an Ostern leider nicht kommen, dafür ist aber das 48 Meter hohe Riesenrad wieder am Start. Neu ist in diesem Jahr außerdem, dass die Besucherinnen und Besucher am eingezäunten Gelände gezählt werden, und zwar digital. Die Technik soll es ermöglichen, schneller zu reagieren, wenn der Platz zu voll wird. Auch das Sicherheitswarnsystem wurde technisch weiter verbessert. Es warnt zum Beispiel bei Unwettern oder bei Starkregen. Einen schweren Verkehrsunfall hat es gestern in Augsburg-Hochzoll gegeben. Ein E-Scooter-Fahrer wurde von einer Tram erfasst. Laut Polizei fuhr den E-Scooter ein 36-jähriger Mann. Er hatte die Tram wohl übersehen und wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Tramverkehr der Linie 6 war nach dem Unfall zeitweise unterbrochen. Auch ein Gutachter war vor Ort, um zu analysieren, wie es zu der Kollision kommen konnte. Die genauen Details sind noch unklar. Sein Stadtteil Göggingen lag ihm bis zum Schluss am Herzen. Gestern ist der ehemalige Augsburger Stadtrat Wolfgang Kronthaler gestorben. Er wurde 85 Jahre alt. Fast 4 Jahrzehnte lang hatte Kronthaler sich im Stadtrat engagiert, zuerst in der CSU und später dann in der neu gegründeten CSM. Seine Weggefährten schildern ihn als gesellig, hilfsbereit und liebenswürdig. Zudem sei er ein wandelndes Lexikon gewesen und wenn ihm ein Thema wichtig war, dann habe er verbissen darum gekämpft. Besonders wichtig waren ihm gute Lebensbedingungen in Göggingen. Dafür engagierte er sich bis zuletzt auch in vielen Vereinen, zum Beispiel bei Kolping oder im Geschichtskreis. Es folgt der Blick aufs Wetter, sonnig mit ein paar Wolkenfeldern zwischendrin, das verspricht die heutige Prognose. In der Früh ist es noch recht frisch mit etwa 5 Grad, tagsüber steigen die Werte dann auf bis zu 14 Grad. Wenn sich eine Gesellschaft ändert, dann bemerkt man das natürlich in der Politik, an den Wahlergebnissen zum Beispiel oder auch auf der Straße bei Demonstrationen. Aber man bemerkt es auch in der Freizeit, zum Beispiel eben in Vereinen. Mein Kollege Michael Stelzel hat einen Streifzug durch die Region gemacht und positive, aber auch negative Beispiele gefunden. Darüber erzählt er uns jetzt hier im Podcast. Hallo Michael. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. In der Politik und auch bei Demonstrationen ist der Ton in den letzten Jahren ja deutlich rauer geworden. Spiegelt sich das auch in Vereinen wieder, zum Beispiel eben in Sportvereinen? Ja, absolut. Ich meine, wer geht denn in Sportvereine oder vor allem im Allgemeinen? Das sind ja alle Menschen, die irgendwie in diesem Land leben. Mehr als 50 Millionen Leute in diesem Land sind in mindestens einem oder in mehreren Vereinen auch angemeldet. Dadurch spiegeln sich ja natürlich auch gesellschaftliche Strömungen, sei es im Positiven oder im Negativen, auch wieder. Ich meine, von großer Unterstützung für Geflüchtete 2015 bis hin zu Rassismus, Antisemitismus ist auch einfach alles dabei. Und nach den ganzen Aussagen der Personen aus den verschiedensten Vereinen, mit denen mein Kollege Jonathan Lein und ich gesprochen haben, merkt man es auch deutlich, dass sich die Grenzen des Sagbaren stark verschoben haben. Sei es zum Beispiel rassistische Affenlaute während des Spiels, um einzelne Spieler der Gegnermannschaft aus dem Konzept zu bringen oder sie auch zu verletzen, verbal.
Wenn es bei Demos zu Aggressionen kommt, dann greift ja meistens die Polizei ein. Wer regelt das denn auf dem Fußballplatz oder zum Beispiel unter den Zuschauerinnen und Zuschauern? In erster Linie sind das dann natürlich die Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter, die auf dem jeweiligen Platz sind. Zudem sollten auch alle Vereine, theoretisch, das klappt nicht immer, Platzordner bereitstellen, die insbesondere dann bei Äußerungen der Fans einschreiten können. Ein bisschen Zivilcourage ist natürlich auch nie verkehrt, wenngleich mir aber auch durchaus bewusst ist, dass die Hürde hier für je nach Situation sehr hoch sein kann. Es gibt ja auch Positivbeispiele, zum Beispiel den SV Megesheim. Die wurden ja sogar ausgezeichnet. Wofür denn eigentlich? Ja, der SV Megesheim wurde 2015 von einer DFB-Stiftung für Bemühungen um Integration ausgezeichnet. Das war im Zuge der großen Geflüchtetenwelle, die zu dieser Zeit nach Deutschland kam. Konkret haben sie 8 Geflüchtete aus Westafrika nicht nur ins Team aufgenommen, sondern ihnen auch einfach bei der Suche nach Wohnungen, nach Sprachkursen und auch nach Arbeit geholfen. Man muss aber auch dazu sagen, der SV Megesheim ist hierfür nur ein Beispiel von vielen Vereinen, die sich in dieser Region gesellschaftlich engagiert haben und auch weiterhin engagieren. Hast du vielleicht auch ein positives Beispiel aus Augsburg selbst? Beim Turnverein Augsburg, beim TVA, ist es besonders spannend. Es ist nämlich der größte Breitensportverein der Stadt. Und besonders interessant ist, dass sie sich gar nicht gesondert um Menschen mit Handicap oder Migrationshintergrund oder was auch immer bemühen, sondern einfach die Menschen genauso nehmen, wie sie sind. Also es gibt keine extra Angebote für Menschen mit Behinderungen. Es ist einfach das Ziel, dass alle gemeinsam Sport machen, egal wo sie herkommen oder wie ihre physische Verfassung ist. Und durch diese Idee, dass einfach alle zusammenkommen, in diesem Fall gemeinsam Sport machen, wächst in der Gesellschaft ja auch zusammen. Sagt mein Kollege Michael Stelzel. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Deutsche Filmakademie gibt heute die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt. Die Auszeichnungen sollen dann Anfang Mai in Berlin verliehen werden. Der Filmpreis ist mit insgesamt rund 3 Millionen Euro dotiert und gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Im letzten Jahr hatte das Drama Das Lehrerzimmer gewonnen. Und wir bleiben gleich in der Welt der Kultur. Bestimmt habt ihr schon einmal von dem Graffiti-Künstler Banksy gehört. Wer genau hinter dem Pseudonym steckt, das ist und bleibt ein großes Rätsel. Seine Spraybilder sind dafür umso bekannter. Meist tauchen sie über Nacht an Hauswänden auf, so zum Beispiel kürzlich auch im Norden von London. An eine weiße Hauswand hinter einem kahlen Baum wurde über Nacht grüne Farbe gesprüht. Ja, und wenn man das aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, dann schaut es so aus, als ob der Baum grüne Blätter habe. Darunter ist eine aufgesprayte Frau zu sehen, die ein Sprühgerät in der Hand hält und das Werk betrachtet. Der Künstler hat die Urheberschaft inzwischen auf seinem Instagram-Kanal bestätigt, wie immer natürlich anonym. Experten deuten das Werk so, dass es an uns Menschen liegt, der Natur dabei zu helfen, wieder nachzuwachsen und wieder grün zu werden. Wenn ihr euch das Bild mal angucken wollt, dann klickt gerne auf den Link in den Shownotes, der führt euch zum Artikel der Augsburger Allgemeinen. Für mich bleibt damit nur noch die Verabschiedung. Ich sage Tschüss und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Greta Prünster und ich bin auch morgen wieder für euch am Mikro. Bis dahin, macht es gut.